Hantavi und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in schönen Sichtingen mit Familie Grusel. Und zwar, ja, das hier ist ja Gerd Grusel. Ich muss mal schauen, welche Generation haben wir bei den Grusels eigentlich schon? Kommt drauf an, bei wem man anfängt. Genau, hier, das ist ja immer Mortimer. Keine Ahnung, warum sein Bild nie zu sehen ist. Mortimer, dann war das hier Alexander und jetzt ist es Gerd. Und der kleine Götz, der ist dann quasi die vierte, ne? Also 1, 2, 3, vierte Generation. Und unser lieber Gerd ist ja selber schwanger. Und, oh, die kleine Celeste stinkt ganz schön hier. Und da muss ich mal gucken, ja, die könnte eine gute Hygiene ganz gut gebrauchen. Vielleicht schläft die jetzt entspannt. So, Moment, ich gucke jetzt nochmal ganz kurz, was ihr alle macht. Also der Gerd, der hat ja auch im Grunde frei, wenn man das so will. Was machst du jetzt gerade? Celeste waschen. Ach gut, guck. Das habe ich dir schon gesagt. Hier, der kleine Götz wurde hier von unserem Butler, ja, was auch immer. So, ich habe 9.28 Uhr und du, meine liebe Greta, du lernst hier gerade Mechanik. Du möchtest ja eigentlich die Bildungskarriere. Und ich würde mir sagen, wir schauen mal am Computer. Wir nehmen mal gerade den hier. Job suchen. Oben müssten wir nämlich eigentlich noch einen zweiten haben. Das ist eigentlich das Büro. Ich habe irgendwie anscheinend mal irgendwann das hier nach unten gebracht. Direkt im Flur. So, unser Gregor. Ach, der schläft. Okay. Der möchte ja irgendwann mal 50 erste Dates haben. Ich bin jetzt gerade bei 29, wenn ich richtig zähle. Oh. Und, Moment, hier 30. Das werden wir auf jeden Fall heute machen. Ich denke mal, ich werde mal wieder ein bisschen ein Blind Date auch mit ihm machen. Ist jetzt Celeste gekommen? Ja. Gamer, nein. Ich hoffe, dass das Baby kommt. Ich weiß aber nicht, ob er so dick schon ist. Also ich meine, ob es schon dran ist. So, nee, wir haben nicht den richtigen Job. Hier machen wir das. Aufwischen. Und ich habe gesehen, bei dir, du musst auf jeden Fall Sauberkeit. Einen Punkt brauchst du noch. Und den kannst du... Wir kriegen Post. Den kannst du... Guck mal, in eurem Schlafzimmer. Warte. Sauberkeit. Der kriegt was zu essen. So. Und du, ja, mal gucken, was können wir denn noch so lernen? Nicht ausrasten. Warum nicht? Die Silke Sieber ist hier. Irgendwie zu Besuch noch. Wir hatten ja ein Date mit ihr, also Gregor. Wo gehst du nur hin? Okay. Wolltest du nicht lernen, oder was? Nö, hat irgendwie gerade eher Spaß daran. Mit dem Tanzen, okay. Celeste geht's ja soweit gut, aber wir müssen uns mal ein bisschen mehr mit ihr beschäftigen. Warte mal. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ja. Guck mal, er steht auf dunkelhäutige Frauen. Die sind alle drei. Das ist die Stephanie Steffen. Stimmt, die ist ja jetzt auch noch groß geworden. Das ist die Schwester, die Sophie Steffen. Na gut, hier haben wir noch die Lara Richter. Dann die Pia haben wir drei. Okay, Sarah Palm. Okay, es sind auch ein paar andere dabei, aber... Die drei, die kennt er halt schon sehr gut. Anscheinend habe ich mich mit den Steffens irgendwie schon gut befreundet. Sieht so aus, zumindest. Oh, jetzt so langsam. Genau, geh da mal schlafen. Geh mal ruhig schlafen. Er geht auch noch schlafen. So, ich glaube, du gehst mal hier mit... Ups, Celeste! Ich wollte jetzt mal ein bisschen was mit ihr machen. Warte. Achso, wir können dann mal die Post holen. Warte.
Brust holen. Hat da der Hund dahin gemacht? Wo ist die hin? Schon wieder nach hinten gerufen. Ah. Okay. Wir haben immer noch Winter, genau. Von daher passt alles sehr gut. Ach Gott, was habe ich denn da bei dir? Was, ein Liebesbrief? Das ist bestimmt ein Liebesbrief für Gregor. So, warte mal, das kannst du aufräumen. Und wie mache ich das? Warte mal, ich lege den mal hier. Ach, wie schön, das ist sogar eine Karte. Das habe ich noch gar nie so angeguckt. Ach Gott, wie süß. Guckt mal. Warte mal. Da ist sogar ein Bild drauf. Ach Gott, das ist Patricia. Ach, wie süß. Ich lese es mal. Also, sie soll es mal lesen. Das ist Patricia Sims. Das habe ich so noch gar nie angeschaut, muss ich gestehen. Gregor, ich hatte Spaß. Ich hoffe, du auch. Es hat gekribbelt in meinem Bauch und fragst du dich, ob aus uns was werden kann, ruf mich doch einfach wieder an. Ich muss allerdings sagen, dass Patricia, ich mach's aber trotzdem mal in sein Zimmer. Patricia Sims ist ja mit dem Henry. Henry? Henry, hübsch. Oh nein, es wird erstmal größer. Dann wird, das war's dann heute mit dem. Ich hoffe, dass es ein Alien-Baby kommt. Schade eigentlich. Aber okay. Dann kommt es das nächste Mal. Ich habe übrigens auch schon gesagt, wir können kein Baby machen, während er schwanger ist, oder? Das geht nicht. Ich finde ja dieses Kleid, das steht hier sowas von. Also wirklich, das finde ich so passend für sie. Dann leg dich doch mal. Achso. Ja. Lies halt. Ich habe schon gesagt, also wenn die beiden jetzt, also anders. Götz ist ja nach wie vor jetzt, er ist der Erbe. Es sind ja immer die Jungs, die hier bei den Grusels, bei mir jetzt, erben. Das Haus und Vermögen, der erste Sohn. Und falls dem was passieren sollte, würde es dann der zweite Sohn bekommen. Also Götz bekommt es. Bekommt aber jetzt Gerd also mit der Alienfrau sozusagen auch ein Kind. Ist es zwar sein Kind, aber nicht ihr beides Kind. Also Götz ist nach wie vor natürlich auch erst der Älteste, er ist der Erbe. Wenn die jetzt zu zweit nochmal einen zweiten Sohn bekommen, sie beide, dann wäre der zweite Erbe. Wäre das Alienkind auch ein Junge, dann wäre er der dritte. Aber meistens überleben sie es ja so oder so. Also von daher. Götz ist der Erbe. So, fertig. Genau, du schläfst jetzt auch mal. Ja, Hunger, essen könnt ihr später. So, dann kümmere ich mich doch mal um dich. Komm. Ach genau, sag ihr mal, sie soll nach Hause gehen, sich verabschieden. So. Und dann machen wir es mal so, dass wir wieder. Was macht denn ihr da drin? Dass wir. Moment, wo habe ich? Da habe ich. Nee, nicht Party veranstalten. Ich möchte Service. Ich möchte wieder ein Blind Date machen wir einfach. Das ist die schnellste und einfachste Variante, auch andere Sims mal zu haben. Nicht nur die Sims, die halt zu mir gehören. Oh, schon wieder. Was machst du den ganzen Tag, Celeste? Hat sie eigentlich. Ah, die hat frei. Na gut, um sie müssen wir uns nachher mal kümmern. So, aber erstmal Service anrufen, Heiratsvermittlung, bla. Ja, komm her. Und der Götz. Genau, Greta. Ich würde mal sagen, du darfst mal aufstehen. Und die Celeste, warte mal.
Die ist hier. Ich kann jetzt schlecht. Naja. Kann ich sie eigentlich rufen? Zum Essen rufen, Celeste. Das kann ich zumindest mal machen. Dann isst sie zumindest. So, geh mal. Wir sollten uns vielleicht noch fix was anziehen, mein Lieber. Mist, da muss ich hochgehen. Warte mal, kann ich mal gerade eure Kommode nutzen? Hä? Wo ist er denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Hier draußen ist sie schon. Ja, jetzt. Ach, du sollst dich doch anziehen. Jetzt warte mal. So, komm. Umziehen. Komm, geh rein. Sie macht hier Windel wechseln. So, und dann gehst du hier runter. Genau, danke. Etwas schneller. So, wartet mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal doppelt gemoppelt machen. Also einmal nach Götz sehen. Wer ist das? Arthur Fong. Und sie dann begrüßen hier unten. Okay, dann machen wir dich. Warte mal, ich mache noch mal ganz kurz. Warte mal. Knuddeln und dann ins Bett legen. Und dann geh mal ins Bad. So. Und ich gehe mal um Blind Date bitten. Es ist ein bisschen eine komische, also ein blödes Eckchen, dass du die wieder ausgesucht hast. Nehme ich 5.000? Ach komm, einmal nehmen wir noch 5.000. Es muss nicht jedes Mal sein, weil das ist ja schon ein bisschen viel Geld. Ich bin wie gesagt bei 29, also rein theoretisch müsste es jetzt die 30 sein, wenn ich richtig gezählt habe. Puff. Professor Anna Behrens. Yay, ich habe richtig gezählt. Okay, da können wir da mal ein bisschen plaudern. Und ich gehe mal hier hin danach. Kurz mal. So, Moment. Was für eine Professor sie auch immer ist. Habe ich immer 5 Minuten? Oh, irgendwas war nicht so toll. Okay, kommt erstmal rein. Genau, ja, komm erstmal rein. So, ich guck mal nach oben. Ah, Hunger hätten wir auch so langsam. Er ist auch schon aufgestanden, unser lieber Gerd. Die sind im Bad. Er ist im Bad nebenan. Und wir sagen mal, wir gehen mal was essen. Guck mal, wir hören mal Sandwiches. Oh, hier, guck mal. Reden, plaudern. Mal einen Witz erzählen. Ich weiß nicht. Abchecken. Ja, haben wir noch nicht. Zusammen tanzen oder so würde ich, aber das geht irgendwie nicht vorschlagen. Nein. Spielen, fangen. So, ich muss sie mir nur wieder aufschreiben. Anna Behrens. Wartet mal. Prof. Anna Behrens. Dann fehlen nur noch 20. Naja, gut. Ich habe für ihn ja Raimund Behrens im. Gehört ihr irgendwie zusammen? Was ist jetzt? Nein. Geh mal ans Telefon. Jetzt kriegt er schon wieder was zu essen, weil ich nicht aufgepasst habe. Kann ich Gregor sprechen? Nein, jetzt nicht. Warum ist denn gerade das Licht aus? Ach so, das kam vom Kühlschrank, kann das sein? So, dann kannst du nochmal grott knuddeln. Und dann legst du ihn wieder zurück. Was ist denn mit dem Essen hier unten? Du gehst das essen. Du gehst hier essen. Und wir zwei. Hoch, das ist sogar noch wieder hochgegangen. Techtelmechtel, nein, das habe ich heute nicht vor. Ich möchte.
Ich möchte gar nicht, dass du so viele so nahe kommst. Komm du mal hier rein. Komm. Und dann kannst du das mal weglegen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich hier durchspiele heute mal ausnahmsweise. Weil so viel ist eigentlich gerade gar nichts zu tun. Und da wollte ich dich fragen, was? Das ist doch Manfred. Ah, nein, steht er da? Nein. Ach, schade, hoffentlich lernen wir uns mal kennen. Ja, ich date nur Frauen. So, dann setz dich mal mit. Hey, du setzt dich doch mal hier mit dran. Hast doch auch Hunger. Und du kannst aufräumen. Ich gehe jetzt nach Hause. Ja, tschüss, Brinkmann, Otto. So, sie kann noch ein bisschen was lernen. Ich war bei nicht ausrasten, glaube ich. Ich darf ja noch ein bisschen was bei ihr machen. Oh. Super. Okay. Ah, oh, Celeste, die müssen wir auch immer wieder. Ah, nein. Okay, dann machen wir was. Spazieren führen. Mal gucken, ob das klappt. Das ist ja immer so ein Ding. Was guckt? Bekümmert ansehen? Shakira und Greta, wo ist denn Celeste jetzt hin? Da. Okay, dann willst du mit ihm spazieren gehen? Der hat immer noch Hunger. Das ist echt manchmal seltsam. Okay, dann komm, geh lernen. Warum guckt sie ihn denn? Was ist denn? Hä? Ach du meine Güte, stimmt. Greta hatte ja auch mal ein Date mit Gregor. Greta und Gregor. Stimmt, ja. Wartet mal. Kann ich noch? Einen Punkt habe ich noch. Und, oh Gott. Bekümmert ansehen. Die macht es total fertig, dass er hier datet. Na, das wird noch lustig. Oh. Hör auf, Greta. Shit. Was war das? Komm, räum auf. Oh Gott, das wird lustig werden. Das war ja noch gar nicht so lange her. Ich glaube, da waren die allerdings sogar schon verheiratet. So, dann sag du mal bitte Date beenden. Danke, das war wirklich lustig. Wir können uns ja bald nochmal treffen. Du bist wirklich in Ordnung. So, dann gucke ich mal. Oh, was? Ich kann mich nicht entschuldigen oder so. Wird lustig werden, wenn er jetzt noch mehr Dates machen wird. So, du kannst sie auch mal gerade, weiß ich nicht, mal anquatschen. Ich glaube, ich habe sie jetzt gerade nicht kennengelernt oder so. Und danach nimmst du mal was zu essen raus. Was? Hör auf, komm. Was ist jetzt hier? So, geh mal spazieren. Ach, was mache ich denn? So, du gehst Reste nehmen, Gregor. Was denn jetzt? Oh nein, 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 nein. Hör auf, komm. Oh, Schande. Das ist jetzt echt was, was ich nicht gebrauchen kann eigentlich.
Bestechen. Was auch immer das ist. Kampf gegen Professor Anna verloren. Und Feindschaft mit Professor Anna. Was ist denn das mit dem Bestechen? Ich weiß eigentlich gar nicht. Komm, probier das nochmal. Oh, kriege ich jetzt nicht mehr. Doch, da war's. Bestechen. Komm, lass mal den Götz jetzt umliegen. Sonst ist es halt eine etwas längere Folge, aber ist halt mal einfach so. Wo ist sie denn jetzt? Hä? Da. Habe ich noch drinne? Ja. Ach, komm halt runter, Greta. Warum klappen manche Aktionen nicht? Vor mir läuft auch noch meine Katze rum. So, bist du wenigstens noch am Essen. Komm, du isst einfach jetzt nochmal. Naja, kannst auch mal aufs Klo, wenn du willst. Ah, guck mal. Sie nickt auf jeden Fall. Ist ja schon gut. Ich lasse euch hier allein, aber nur einen Moment. Pff. Ah, oh, nee, wegscheuchen. Warte mal, entschuldigen und dann bitten zu gehen. Oh Gott. So, und dann nimmst du auch noch mal was zu essen. Warte mal. Das ist jetzt echt doof. Ihm geht's nämlich ganz gut. So gut, du guckst jetzt nochmal, warte mal, du guckst jetzt nochmal, also geht gar nicht knuddeln. Dann legst den wieder rein, das hier, nein, das hier räumst du auf und dann gehst du mal fix duschen oder beiden. Und dann können wir in der Nacht vielleicht nochmal, wenn sie schläft vielleicht. Und du gehst hier unten, ist vielleicht ein bisschen schneller benutzen, baden. Und ich schicke ihn auch direkt ins Bett. Oh. Ja, komm, alles abspülen. Und dann kannst du hoch zu Götz gehen. Ach nee, der schläft sowieso gerade. So. Ist jetzt diesmal halt nur eine Folge bei den Grusels, aber nun gut. Ist halt eine lange Folge dafür. So, ist er noch im Bad? Du kannst ja schon mal, also der O ist oben auch im Bad, aber du kannst die Toilette benutzen. Genau, und dann könnte man eigentlich, ich habe ja gesehen, Charisma hat sie noch nicht so viele. Oh, was ist da mit Greta, ne? Mist, Mist, Mist. So, du kannst aber trotzdem nochmal den Service anrufen. Oh, was war denn eigentlich da jetzt ein Blitzen mit der? Oh Gott, guckt mal. Schande. Wir waren wirklich mal besser. Was waren da mit Blitze? Ich weiß gar nicht. Oh, guck mal, hier ist ein Schleimer. Da war es. Drei Blitze. So, sie lernt. Draußen fängt es an zu schneien. Er setzt sich mal hin. So, ich spule mal ein kleines bisschen vor, glaube ich. Bis ich sehe, dass sie kommt. Da ist sie. So. Ach, komm mal hierher. Was macht sie? Was macht sie da? Klaut uns die Zeitung. Komm mal runter. Ah, jetzt weckt. Wird sie aufgeweckt. Warte mal. So, du gehst mal den Götz die Windeln wechseln. Okay. So, warte. Blind Date. Frau. Machen wir mal so. Keine Ahnung.
die Hälfte. Mal gucken. Vielleicht habt ihr beide eine Chance. So, wieder Götz ins Bett bringen und danach gehst noch ein bisschen reden üben. Und ich gucke hier. Jana Meura. Nummer 31. Jana Meura. Oh, meine Katze springt. Puh, bin ich erschrocken. So, umarmen freundschaftlich. Und wir quatschen einfach mal und keine Ahnung. Schneeballschlacht oder so vielleicht. Wie wäre es damit? Schneemann bauen, Schneeengel machen? Nee, was? Achso, warte mal. Doch, wir können eigentlich einen Schneemann bauen und dann vielleicht hilft sie mir dabei. Deswegen spule ich jetzt gerade ein bisschen vor. So, Greta müsste eigentlich genau. Geh mal baden und dann gehst du schlafen. Und ich guck mal hier weiter. Ich möchte halt nicht, dass die beiden. Nee, mach doch mal mit. Mach mal mit mir mit. Celeste hat heute frei. Kann ich ihr nicht sagen, dass sie mitmachen möchte? Soll? Schade. Ich gucke mir nochmal das hier an. So, Greta geht ins Bett. Komm, komm. Oh, er wird langsam wach sein. Und dann gehst du mal runter und holst dir auch wieder was aus dem Kühlschrank. Die Zeit läuft ab, das ist okay. Was ich nur sagen wollte, Gregor wartet ja eigentlich auf Sally, dass Sally älter wird und so. Ja, das ist für sie ganz wichtig. Also, was heißt für sie? Professor Anna, okay. Oh, ich muss... Ups. Ich muss definitiv mit ihm rein, weil es sonst mal ein bisschen friert. Genau. Nee, komm. Hier, guck mal, kannst du was essen. Und dann hier benutzen. So, mit der Greta. Ich würde sie jetzt direkt aufwecken. Okay, und nochmal nach dem Job suchen. Bildung war es, ja. Seht ihr, ich hätte doch zwei Parts machen können. Aber irgendwie, keine Ahnung. Was ist jetzt? Guck mal, das da draußen kannst du dann säubern. Und dann kannst du dich verabschieden. Und ich bin hier gespannt. So, Unterhaltung, nein. Architektur. Bildung, yay. Ja, cool. So, das heißt aber, ich habe jetzt erstmal frei. Na toll. Heute ist Samstag, habe ich frei. Dann guck mal, spiel doch einfach hier eine Runde. Genau. So, und du gehst her. Ne, lass den doch mal hin, da oben. Du gehst erst nicht aufräumen. Da war eigentlich noch nicht fertig zum Essen. So, ich glaube, ich sage erstmal ein Tschüss und Goodbye. Ich glaube, das nächste Mal in der nächsten Runde kommt tatsächlich dann das Baby. So groß, wie der Bauch jetzt mittlerweile dann doch ist. Und wo räumst du es hin? Nach oben wahrscheinlich. Ich sage erstmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und dann geht's auf die andere Seite. Darüber zu Familie Hübsch. Ich sag Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Eure Sakina Dau. Ciao, ciao.